Lucky Strikes Back sind heute bei uns, oder zumindest drei davon. Hi, danke, Hallo, dass ihr alle kommen drei. seid. Wie geht's euch? Danke. Voll gut. Danke für die Einladung. Sehr gern, sehr gern. Ich würde gleich mit euch gern über die letzte Single Mona Lisa sprechen, die im Dezember rausgekommen ist und innerhalb von ein paar Tagen gleich ein paar tausend Klicks erreicht hat. Was ist die Idee dahinter? Glaube, das war einfach eine spontane Idee, eine Liebeserklärung an allen schönen Frauen zu schreiben. Und das schönste Sinnbild für eine Frau ist doch die Mona Lisa. Und so hat sich das eigentlich entwickelt. Also. Okay, hast du da die voll vom Bild inspirieren lassen? Hast du gedacht, ich will unbedingt über die Frau schreiben? Na, überhaupt nicht. Ich glaube, wie wir den Song geschrieben haben, gemeinsam haben wir einfach jeder an unsere eigene Mona Lisa gedacht. Und schlussendlich konnten wir nur uns für einen Namen entscheiden. Und ich glaube, das ist sinnbildlich sicher der perfekteste Name. Okay, ihr seid dann gleich relativ steil in die iTunes-Charts eingestiegen. Habt ihr mit so einem Erfolg gleich von Anfang an gerechnet? Kann man nie rechnen, aber es ist natürlich schön, dass sich das so gut entwickelt hat und auch immer so weiterhin so gut entwickelt ist. Doch toll in die österreichischen Singlecharts auch eingestiegen und macht uns schon sehr glücklich. Danke auch. Ihr als Band kommt in dem Video gar nicht vor. Wart ihr beim Videodreh dabei und hat euch das gestört? Hat das euer Ego gekratzt, dass ihr dabei nicht dabei seid? Ich glaube, man muss auch ein Musikvideo wie ein Kunststück sehen oder generell den Song mit dem Video als Kunststück sehen und ein Kunstwerk sozusagen sehen. Und die Idee war dahinter einfach, dass man sich auch hineinfühlen kann. Die Kamera ist der Freund, der seine Freundin begleitet. Und deswegen auch liebe Grüße an die tolle Schauspielerin, die Hanna. Ich glaube, die viele Klicks haben wir dank ihr. sehr guter Job und war ein toller Dreh. Und wir haben einfach das Glück, ein so tolles Team auch zu haben. Okay. Ihr macht es mittlerweile sehr viel in Österreich überhaupt. Ihr wart bei GoTV, habt es beim Donauinselfest gespielt und darüber hinaus auch bei Summer Splash. Wie kommt es jetzt zu all diesen Shows? Ja, wie wir dazu kommen, das ist, gibt sich auf kurzfristig auf jeden Fall immer froh, dass wir all diese tollen Ereignisse in der Vergangenheit erleben haben dürfen. Freut uns sehr, dass wir diese Erfolge vermerken können, was natürlich keinen Anlass dazu gibt, dass wir uns deswegen ausruhen oder auf den Lorbeeren ausruhen. Natürlich sind wir immer motiviert, nach vorne zu kommen und halt das Ganze, was passiert ist, regelmäßig zu toppen. Ihr habt aber jetzt nicht ein großes Management oder irgendwas. Ihr macht das alles in Selbstvermarktung. Genau, das ist richtig. Wir machen so gut es geht und so weit es geht alles selber, lagern so weit es geht ganz wenig Verantwortung aus, dass wir alles unter Kontrolle haben. Okay. Was habt ihr jetzt für 2014 geplant? Also für 2014 haben wir einiges geplant, es wird einiges auf die Leute zukommen. Wir werden jetzt jedes zweite Monat wird irgendwas passieren. Also wir werden jetzt Ende Februar, Anfang März die nächste Single rausschmeißen. Dann werden wir wieder ins Studio gehen, weitere Nummern aufnehmen und dann gegen Sommer werden wir wahrscheinlich eine EP releasen und dann darauf folgend wahrscheinlich eine Tour starten. Okay, da kommt noch einiges. Was mich interessiert hat, ihr habt ja eigentlich mit einer ganz anderen Musikrichtung angefangen, oder das heißt ganz anders. Es war Ska. Mittlerweile ist es eher bei deutschen Pop-Rock gelandet. Wie ist es zu dem Wandel gekommen? Es war einfach eine logische Entwicklung. Wenn mich wer vor 4 Jahren gefragt hätte, ob ich dass ich sowas mache, hätte ich das nie geglaubt. Aber wir fühlen uns gut und ich glaube, Musik muss von hier her kommen. Warum soll man etwas machen, was wir nicht hier fühlen? Und es ist unsere Art und Weise, uns auszudrücken. Und so hat sich das entwickelt und wird sich immer noch weiterhin entwickeln.